Mein Name ist Lisa Maria Bayer und mein Projekt für die Görlitzer Art ist die Installation Kulisse. Sie bezieht sich auf Görlitz als Filmdrehort. Mich hat explizit die Verbindung der Filme Die Bücherdiebin und Käthe Kruse zu der aktuellen Situation der Frauenrechte in Polen interessiert. Hier seht ihr eine Kulisse, die keine SchauspielerInnen und RegisseurInnen braucht. Mein Name ist Lisa Maria Bayer und mein Projekt für die Görlitzer Art ist die Installation Kulisse. Sie bezieht sich auf Görlitz als Filmdrehort. Hier seht ihr eine Kulisse, die keine SchauspielerInnen und RegisseurInnen braucht. Jetzt ist es jedoch dazu gekommen, dass der Kulturbürgermeister Druck aufbaut, dass ich mein Objekt wieder abbauen soll bzw. so verändern soll, dass es seine kritische Aussage verliert. Für mich ist Kunst frei und deswegen werde ich dieses Objekt nicht abbauen. Ich werde meine Kunst stehen lassen und werde auch fordern, dass dieser Kulturbürgermeister sich bei mir für seine Forderungen entschuldigt und auch für seine Aussagen, die er gegenüber meinem Kunstwerk, was auch Mühe gekostet hat, entschuldigen soll. Ich möchte mich bedanken für all die, die mich hier gerade so zahlreich unterstützen. Das ist Wahnsinn. Ich bin gerührt. Vielen, vielen, vielen Dank für alles. Und ich werde nicht zulassen, dass jemand das Objekt oder seine Aussage verändert, zerstört oder wegnimmt. Vielen, vielen Dank. Das sind natürlich Gesetzesverstöße. Artikel 5 Grundgesetz. Das ist schon ein schwerer Fall, wenn man dagegen verstößt. Die Kunst ist frei und kann durch Gesetze nicht eingeschränkt werden. Und was du erlebt hast, ist, dass du eingeschränkt worden bist durch einen Bürger, sag ich mal höflich, aus Görlitz. Aber woher nimmt der dieses Recht, gegen das Grundgesetz zu verstoßen? Und da meine ich, er hat gar kein Recht dazu. Und wenn jemand sagt, das muss beseitigt werden, weil es höhere Rechte gibt, laut Grundgesetz kann man da was abwägen, aber dazu muss er auch zuständig sein für diese Abwägung. Und dieser Mensch, Kulturbeauftragte, kann ja nicht handeln im Namen der Bundesrepublik, um gegen das Ausland Polen und so weiter etwas zu unternehmen. Und zu sagen, die Polen dürfen das nicht sehen. Ich will das nicht. Ich weiß nicht, was seine Motive sind. Vielleicht denkt er ja immer noch, dass diese Gebiete östlich der Neiße gar nicht zu Polen gehören, sondern zu Deutschland gehören, dass er hier tätig werden kann. Ich kenne ihn nicht. Könnte ja sein, dass er so ein sogenannter Reichsbürger ist. Nicht? Aber ich kann das nicht belegen. Ich will ja nur vermuten, wo er seine Rechte hernimmt. Und ich vermute, er hat überhaupt gar keine Kompetenz, um solche Schritte zu machen. Denn die Rechtslage zwischen der Bundesrepublik und Polen ist ja nicht Sache eines Görlitzer niedrigen Kulturmenschen, der da sich für zuständig hält. Nein, das ist er nicht, das ist Amtsanmaßung. Und jetzt müsste der Bundesaußenminister tätig werden, um gegen diese Amtsanmaßung dieses Menschen hier in Görlitz vorzugehen. Da müsste eine Strafverfahren eingeleitet werden, da wäre dann die große Strafkammer des Landgerichts Görlitz zuständig, die sich damit beschäftigen könnte, ob das richtig ist oder nicht. Auf jeden Fall ist der Bundesaußenminister aufgerufen, jetzt tätig zu werden und dafür zu sorgen, dass Recht Recht bleibt. Das hast du super, super gut gesagt. Danke. Ja. Wow. Ja, ich habe nur die Rechtslage wiedergegeben und habe mich ja auch mit dem Recht beschäftigt. Du kennst ja meine Karriere. Ja. Und habe immer nur die Wahrheit gesagt, immer abwägen. Ich habe es auch abgewogen. Ich kann ja solche Leute, die solche Rechtsverstöße, die kann ich verstehen. Aber das ist eine Psychosache, damit muss er sich dann an andere Leute wenden, dass er da psychische Schwierigkeiten hat, dieses zu erkennen.
Ob er da Beamter sein kann mit diesen Schwierigkeiten, das ist wieder eine andere Frage. Die müssen wieder andere Leute beantworten. Also für mich ist die Sache völlig klar. Die Rechtspflege ist gefordert. Ja. Ja, ich hab auf jeden Fall eine Anwältin. Ja, das ist schon sehr gut. Anwaltskosten müsste er dann natürlich auch tragen. Ne? Ja, das wird nämlich auch teuer. Sowas ist nicht billig. Nee. Ja, dann super, super, super vielen Dank für dein Statement. Ich habe aber noch eine Frage. Ja, also, natürlich. Die können wir ja noch aufnehmen. Aber eine Frage. Ich habe ja jetzt dieses Kunstwerk gesehen. Ja. War das denn so, als du das aufgebaut hast, war das auch hinter Gittern? Das war auch hinter Gittern, genau. Und wie bist du da hingekommen? Ich wollte da hinkommen, aber die Zäune waren so stabil, selbst wenn man mit den Füßen dagegen tritt, kippen die nicht um. Wie hast du das denn gemacht? Mir hat hier aus Görlitz, wurde ich vermittelt an jemanden, der mir den Zaun aufschließen kann. Und als ich mich bei der Person gemeldet habe, weil ich meinen Aufbautermin verschoben habe, hat der gemeint, oh, hier folgendes, kein Problem, da hinten Schloss, einfach bloß so lose dran, das ist gar nicht mehr abgeschlossen, machst du einfach offen. Und ich war auch so, kommen denn diese Bauzäune noch weg? So. Und da wurden mir aber nicht so große Hoffnungen gemacht. Nee, das ist, ja, die Bauzäune stehen da jetzt ja auch, aber die Straße ist auch Baustelle. Was da gebaut wird, wahrscheinlich Grenzbefestigung oder sowas, aber dafür bin ich nicht zuständig. Cool. Ah ja, eine interessante Stadt hier, Görlitz.